So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Link to the Past. Ja, war richtig. Weil die Schlampe will nicht abhauen. Wir spielen noch immer Zelda. Schleppe ich die halt mit. So. Nein, geh weg. Geh weg. Oh, dieser Teil. Ja. Ja, ich hab ja wieder gegen die Wand gelaufen. Ich weiß immer noch nicht so genau, wie wo ich lang muss. Das ist doch lustig. Ja. Noch 18 Parts. Oder 17. Das hier mit eingerechnet 18. Die piept! Vielleicht sitzt ja der Imposter auch. Mhm. Ja, vielleicht. Ein blödes Schlüsselloch. Oder er ist hier an der. Nee, der ist immer noch nicht da. Oh Gott, der ist alter Pene. Alter Pene, Mann. Also ich würde sagen, Stefan hat den Tempel schon gemeistert, oder? Total. Aber das ist kein Imposter, ein Imposter auch. Ja, die Schlampe ist der Imposter, ist noch nicht da. Keine Theorie, das ist Logik. Nein, bitte geh noch nicht auf den Tempel. Ja, vielleicht haben wir noch gefangen genommen. Und wir jetzt befreit werden. Ja, sie tun's. Na, den Raum kennen wir doch. Aha. Den werdet ihr jetzt auch das sehen. Aber ich habe das Gefühl, es wäre einfach, wenn du dich einmal umbringen lässt. Das heißt, wieder für das Leben. Ja, aber ich muss doch kranken, oder? Volles Leben. Ja, genau, Colin, von wegen volles Leben. Mehr als jetzt. Naja, gut. Das stimmt, aber das kann ich trotzdem auch noch. Sprudel. Lava. Boah, der war geil, ne? Und ich jetzt nochmal will. Scheiße. Yeah. Oh nö. Ja. Boah. Ah. Was? Ja, die hatte ich schon abgearbeitet vorgebracht. Na, scheiße, du warst, ne? Lava. Du hast ihm sein Herz rausgerissen. Ja, das gehört mir. Genau so wie seine Mission. Wechseln wir das Thema. Nee, das ist schon ganz gut so. Ja, okay, Steffen ist schwul. Aber Colin, ich könnte Sachen reinschneiden. Da würdest du dich wundern. So wie bei dem, was ich aufgenommen habe. Das war ganz schön schlimm. Soll ich es einmal ins Mikro halten? Ja, klar, mach doch. Da muss ich aufstehen. Oh, hast Panik. Ja. Und dann? Ich habe ein bisschen Lampenfieber, weißt du? Ja, dann kommt er wirklich in unseren Raum wieder. Oh, das. Irgendwie glaube ich, dass das nicht so ganz kommt. Gar nicht so. Ah, der Lava daneben. Der muss einmal sein. Ach ja. Scheiße, Thomas,
dann vom Themen mal laden müsste, dass wir jetzt eigentlich schon 20 gewesen sein. Was? Wenn man so die Zeit berechnet und nicht laden würde, würdest du ja, ich hätte dann ja mehr Leben, wahrscheinlich. Ja, warum machst du das denn ganz so? Weil ich keinen Bock habe, das Ganze dann nochmal von vorne zu machen. Da laufe ich lieber öfters mal den kurzen Weg, anstatt den ganzen nochmal. Und lass sie einfach nur... Geh weiter. Okay, Bene, du meinst, ich kann die auch besiegen. Ja, das, ja, das war's auch schon. Das heißt ja nicht, dass du sie einfach mal besiegen musst, wenn du dich dann noch kriechen kannst oder so. Ja, genau, das kann auch sein. Ich will zu den Schlangen nochmal. Da oben war... Nein, du möchtest in den Weg halt rein. Nee, das war direkt eine Ebene da drüber. Kann ich mich richtig entsinnen? Nee, doch nicht ganz. Egal. Trotzdem, da kann ich noch ein paar Herzen abwarten. Fick dich! Wenn du sie dir einfach verlierst. Delfin? Fick dich, Stachel. Fick dich, Gelegenheit. Fick dich, Papa. Nee, leider nicht. Oh, mein Schätzchen da. Genau, er soll dich ficken, das ist selbst. Was? Er fickt dich selbst? Ja, fick dich ist doch selbst. Das hab ich nie gesagt, Colin. Was ist sonst die Definition von fick dich? Eine andere. Ich hab den falschen Weg genommen, fällt mir gerade mal so auf. Und lach an, ich geb's. Ja, ja. Warum ist er aber killen? Naja, wenn er mich nervt. Ach das ja. Zu viele von den Gegnern will nur einen behalten. Nee, da war den in einem gewissen Palast. Das ist der Urlacher. Das ist auch ein Witz, ey. Ja, Bene, ich weiß, aber ich weiß, bin's jetzt so gewohnt. Das kommt so geil, aber wird so schnell. Ja, also, nein, ich bin's halt jetzt so gewohnt. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, welche Taste das ist. Oder wer du bist, ne? Nee, das nicht, das weiß ich immer. Komm schon. Ja, komm gleich, Herr Baba. Hättest gerne, Colin, ne? What the hell? Oh, das ist doch mal ein Witz, ey. Das war das 10. Arschloch. Jetzt weiß ich selber nicht mal, ob du hier oder im anderen Palast öfter abgekratzt bist. Ich auch nicht. Ich würde sagen, hier. Ja. Was machen Sachen? Also ich treffe dich, ey. Ja, ich wusste ja nicht, dass er auch hier weg hat. Ja, wenn man die Map allgemein verlässt, wahrscheinlich. So, jetzt mal eben ganz kurz gucken, wo bin ich denn hier? Genau, da drüben war ich nicht. Aber erstmal? Erstmal die Penisse, oder? Scheiße. Ey, am Arsch.
Russe kapiere ich auch nicht so ganz. Das kapiere ich selber nicht. Ah, verdammt, der hat da kapierst du das von echten Küchenschrauben? Nö. Was ist das? Boah, hab ich doch nicht richtig gelesen. Da komm ich jetzt aber... Ja, geil, ne? Vielleicht hat's ja was gebracht. Ich glaube, jetzt weiß ich. Will der mich verarschen? Den letzten kill ich jetzt auch noch und der gibt ein Herz. Ja, dieser letzte schon, der andere nicht. Ach so, ja, genau. Weil er mir exakt 3 Stunden Herz fallen lassen. Ah, okay. Und letztes Mal waren es nur 2 mit Herz und dann lasse ich gar nichts. Doch, das ist immer noch. Aber scheiße. Oh ja. Nein. Kräftig. Nein. Von dem scheiß Klug. Ja. Nee, dann aber nur scheiße. Da ist kein Klug scheiße, nicht mal die Spur von. Na gut, okay. Colin, du. Nee, das ist wirklich immer 3 Herzen gewesen. Nee, einmal als er es gemacht hat. Ich hab jedes Mal mitgezählt. Einmal als er es gemacht hat, waren es nur 2. Moment mal, das würde dann ja auch bedeuten. Was passiert, wenn man da ist? Nee. Nee, ich hab grad nur laut gedacht, wenn man da in der Mitte ins Loch fällt, müsste man ja dann eigentlich hier landen und auch nicht in den Pott. Nee, der Pott ist kommen, also ich bin bis heute nicht in den Pott reingefallen. Okay. Oh. Haha. Sagen, dass ich das total langweilig hatte. Ich verstehe schon, Bene. Kann ich aber auch nicht ändern. Okay. Der sexy Laserfrosch oder was? Das ist der sexy Laserfrosch. Ein Vorfahre von Eduard Laser. Sexy Laserfrosch. Und naja, er macht keine halben Sachen. Ja, ich sehe schon. Oh, warte, oh, das sah richtig geil aus. Nice. Heftig, Mann. Dann... Nein! Ich muss mal zu diesen Krabbelfiechern gehen. Hm, kann ich ihn mit einem Dings anfangen? Pilz. Nein. Irgendwann muss der Pilz auch zum Einsatz kommen. Yeah, too bright. Yeah, sexy Laserfrosch. Wow, Laser. Oh, Laser. Oh, yes. Oh, Laser. Ich bin so sexy vor ihm. Okay. Mein geiles Nachthemd macht dich auch fertig. Yeah, bam. Okay. Mach ich so mal und jetzt bin ich auf der Seite, Mann. Okay, ich hab ihn. Sexy Laserfrosch. Ich hab wohl das Ding zieht sein Ding aus. Ja, und zwei Lampen noch Laserstrahlen ab. Yeah, Mann, oh. Jetzt hat er mich Platz gemacht, aber jetzt weiß ich zumindest, wie ich ihm Schaden mache. Guck, das nächste Mal fragst du den Dings mit Advanced. Die sind da fast nicht. Wow, okay, Pfeile. Weil ich ihn nicht treffen. Yeah, wie er seinen Kopf dreht, Mann. Natürlich, Mann, er ist auch jetzt ein Laser vor.
Hand geht immer schief. Ja, irgendwie schon, ne? Ich weiß auch noch nicht so ganz, wo ich ihn treffen kann. Weil irgendwie macht er mir ja selbst Schaden, wenn ich ihn mit dem Sturm angegriffen habe. Okay. Ich bin tot. Ich würde nicht versuchen, das Nachthemd zu treffen. Das ist ein geiler Tipp, Colin, den werde ich jetzt nicht bekommen. Ich packe gleich erstmal das Nachthemd da. Oh Mann. Ja, das hat's voll gebracht. Deine Arme kann ich nicht treffen. Ja, was kannst du da treffen? Vielleicht sein Arsch, weil der offen ist hinten. Oh, guck mal da. Nein, hinten ist nicht offen. Du musst es hinten. Zeig gerade, wo du es gesagt hast. No. Er wollte zeigen, nein, hinten habe ich keinen. Ja, das Teil. So ist das halt. Oh, das heißt... Boah, was gesehen? Keine Chance, Mann. Geh doch gleich nach Hause. Und flog wieder 3 Rubin aus seinen grünen Herzen. Mach Korn. Nachthemd. Ach, fick dich! Ja, extra gesagt, nicht das Nachthemd. Ja. Ich habe auf seinen Kopf gezielt. Kann ich doch nichts für, dass sein Nachthemd überall ist. Willst du lieber, dass er kein Nachthemd hat? Ha? Hättest du lieber, dass er kein Nachthemd hat? Dann würde es mich wenigstens nicht besiegen. Das ist ein verfickter Geisterfrosch. Hey, Crazy Laserfrosch. Alter, wie geil, Mann. Ich glaube, ich mache eine Liste und dann gebe ich nochmal all den, die Namen, die wir jetzt haben. Wo ist es eigentlich ein Frosch? Ja. So eindeutig ein Frosch. Das ist Crazy Laserfrosch, man. Das ist eine Ahnung, gell? Nachthemd noch. Und wow, bam! Oh ja, ich wollte die Wand wegziehen, ja. Zieh das Nachthemd aus. Ja, ist so, kannst du ja ausprobieren. Dann bist du echt ohne Eis. Ach komm. Ich stelle vorher richtig gerne nur ein Nachthemd an. Ja. Du machst immer diesen Laufangriff. Keine Ahnung, ich finde den am besten. Ja, ja, fickt er dich aber ziemlich mit dem. Ja, soll ich zuschlagen? Dann trifft er mich ja auch. Ja, aber vielleicht mal vom Gehen zuschlagen. Ja, wenn wir Zeit umlaufen. Zu laufen. Ich treffe ihn nicht, Bene. Ja. Ja, stellen wir auch noch das Nachthemd nicht. Ja, als hätte ich das angegriffen eben. Ja. Guck mal, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Du hast sie ja nicht besiegt. So, das geht die Crazy Laser Action erst los. Mutant. Ja. Ja, nach oben angreifen. Geile Sache. Ja. Yes. Oh ja. Ja, Lasershow. Mal nochmal. Ja, Walker keine Laserstrahlen, Walker sein Nachthemd. Hast doch ein Leben und Wache. Ja, war irgendwie klar. Mit wie viel Start mal am Anfang? Was? Ein mehr. Oh mein Gott, Laser. Komm, und gleich nochmal ein bisschen Nachthemd-Power. Ach komm, das kann ich doch schon wieder. Jupp. Hui, genau reingelaufen. Geil, jetzt sind es 30. Die haben wir jetzt auch schon mal erfüllt. Die 30. Na, ja, spätestens bei ihm. Yeah. 30 Parts. Ja, 30 quasi. Oh ja, genau! Man zieht 30 Parts, wenn keine Loads da wären. Oh, da hat er einen abgeseilt. Hast du gesehen, wie der vibriert hat? Ah. Ist ganz schön Nachthemd verschwunden. Ja. Andere Dimension, ey. Vielleicht musst du da was einsetzen, weil du ein Nachthemd drin ist. Also, morgen müssen wir eigentlich bei dem Nachthemd hier auftauchen. Ja, irgendwie. Da habe ich auch Albträume gekriegt. Na, Leute. Auch wenn ihr es nicht sehen könnt. Wenn ihr das macht, dann, dann? Öffne ich die Tür mal nicht mehr. Ah. Das ist aber erst, wenn du die Tür geöffnet hast. Ja, und dann schließe ich sie ganz schnell wieder und fahre euch damit. Ich komme in die Klasse. Tim. Oh, cool. Jetzt gibt mir was einen geilen Sonderkopf da. Laser. Ah, hallo. Also, Laserstrahl. Ja, Nachthemdattacke. Oh. Laserstrahl. Oh, bisschen Oh, nur kann die Katze Nachthemdattacke. Natürlich bewegt er sich in der Sekunde auf den super crazy Kopf da crazy Age. Aber ich sehe schon, der Typ ist eigentlich ziemlich bunker.
Ja, komm, genau! Tschum, und genau zwischen die Augen. Ja, komm schon wieder, Mann, was ist das für ein Sniper-Dixer? Ja. Er hat GTA gespielt, jetzt denkt nichts. Oder guck das, nicht sehen. Das ist doch wohl ein Witz, ey. Das macht der Nacht eigentlich die Kraft. Ja. Ohne wäre so schlecht. Also ohne das wäre nur so ein Kopf. So wie der fliegt. Ja. Genau wie der. Nein, jetzt habe ich schon Quatsch. Also das Video möchte ich nochmal sehen. Das muss man als erstes hochladen. Nein, ich hab mal ist das gerade? 17 oder so müsste das sein. Ach komm, als Bild wird eh er kommen, weil das die meiste Zeit einnimmt. Und Laser. Ja. Oh, guck mal, ich muss ernst. Das gibt's doch wohl nicht! Wieso habe ich den denn jetzt schon wieder nicht getroffen, ey? Das ist doch kacke. Deswegen. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh doch. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh doch, Bene. Ja, leckt mich. Das war jetzt toll. Ach so, oh ja. Das wird wirklich toll. Das war die Bestrafung, weil du cheaten wolltest. Allein schon cheaten. Ich habe die Möglichkeit, dann nutze ich das doch natürlich aus. Ist mir doch scheißegal. Ich mache mir doch das Leben nicht schwer. Du nutzt die Möglichkeit, hier so vom Kopf getroffen zu werden. Ja, und? Ah, das wird eh gleich noch viel besser, du. Dann werde ich, glaube ich, nicht erstmal vom Kopf rauskommen. Wer seine Nacht ausgezogen hat, ne? Ja, wenn der Nackt da rumläuft. Und da aufschicken. Das ist nicht wer weiß, dass er unter hätte. Das war ja vorher ein Mädel. Ja, genau. Das ist so ein böser Dämonen-Mädel-Geist. Vielleicht auch nicht. Ja. Scheiße, nach oben angegriffen. Ja, doch, das hat jetzt. Nee. Und danach kannst du ja die ganze Zeit hochladen. Und ja, genau, Bene. Ich habe in der Nacht vielleicht ein oder zwei Parts. Das ist nicht so gut. Nee. Ja, natürlich geht das danach. Hier kriegst du dann noch einen zweiten. Nummer drei. Yep. Jum. Hallo. Ein Kumpel im Nachthemd. Und dann noch ein dritter Kopf am Ende. Komm, das ist doch neue Lava, oder? Ja. Ja, das ist crazy Laserbrush mit Nachthemd und fliegenden Laternen. Geil. Ach ja. Du, Zeit hat man ja, bis das durch ist. Dann programmiere ich das nochmal und dann mache ich alle Feinde noch, die dann noch so ein bisschen so treffen im Lauf. Du kannst ja programmieren, was? Ja, ehrlich mal. Das Programm einfach benutzen, da ist ein Schuss haben. Nee. Jung. Ja, ich merk schon. Ja, natürlich. Ja, na klar. Du müsstest mal den einen Kopf die ganze Zeit verfolgen, der ist ja die ganze Zeit rotiert. Ich schieße aber in alle Richtungen. Ja. Aber dann direkt nicht bleiben. Was ja, ziemlich dann unmöglich ist. Ja, ups. Dann schießt er trotzdem auch mal nach unten. Da, der kommt ja jedes Mal vorbei. Achso, nee, ich meine schon beim Kopf selber, das ist gut. Ja, das ist mir klar, aber so. Das geht ein bisschen schlecht. Ja. Safe, ein Leben. Oh. Wer soll das einmal speichern, wenn du den Kopf schon ausgemessen wirst? Oh. Ja, und fahr mit der anderen. Wow.
Ja, genau! Und natürlich trifft mich wieder sein Sniper. Ach, scheiße, ich hab voll gesaut. Oh, Colin hat sich in die Hose gemacht. Wegen dem Ansatz. Das war dann doch zu viel auf der Horn. Ich glaube, heute Abend wird mir mein Schokotrunk besonders gut schmecken. Ja? Ja. Schokotrunk? Schokotrunk. Ultra hoch erhitzt, Mann. Durchfall? Ja, ultra hoch erhitzt, Mann. Oh, ja, das war jetzt natürlich sehr klug. Hast du gesaved? Ja, aber den falschen. Cool, eins läuft schon mal weniger. Yeah! Laser. Ja, der war doch gut. Erziehungsschelle, ganz klar. Ich bin immer froh, dass es nur so ein Strahl ist, der einen in die Richtung geht. Dann macht er nicht so einen Rundumstrahl, wenn du überhaupt nicht ausweichen kannst. Am 2. hast du den Frisch immerhin. Ja. Ja, genau, ich lauf. Genau, ich lauf da zweimal rein, oder was? Alter, das ist auch geil. Jeder macht Zeit. Ja! Das wird eine sehr lange Folge. Alter, Mann. Ich glaube, einmal geht mir bei der Kia-Performance noch besonders müde, dass ich sonst nicht drauf kenne. Der war wieder klasse. Wieso Laser? Oh, wieso trifft der denn da nicht? Ich war auf der richtigen Höhe. Ja! Oh mein Gott! Oh. Ich glaube, du hast damit Colin ein bisschen spitz gemacht, Lena. Das ist nicht gut. Ich hab mir schon Bäume in der Hose. Scheiße. Ja, das ist zu viel Nachtherz. Das ist zu viel Nachfolgen. Yeah. Natürlich, genau, ja. Okay, ja. Okay, ich stehe total auf dich. Du sollst mich mal mit geil durchspielen. Oha, das ist Let's Play, erster Part. Der letzte Part. Oder der endlose erste Part. Guy Guide. Guy Game. Eduard Laser Show. Mit dem Crazy Laser Frosch. Im Nachthemd. Ja. Oh cool. Scheiße, du kannst. Du bist mit Herren. So und dann sein Laser. Als Enel die Fäuste von Ruffy kassiert hat. Was soll er machen als Random jetzt? Das ist doch das Allerschönste auf der Welt, ey. Ja genau, ey! Ach komm, ja. Hure. Ja, Hure trifft es ganz gut. Ja! Ich weiß auch, wieso treffe ich ihn denn da? Weil du das Nachthemd triffst. Nein, das ist die richtige Höhe. Nein, du hast das Nachthemd. Ich greife immer auf derselben Höhe an. Ja, aber der wechselt die Höhe ja auch die ja, ganze Zeit. Ja, ach was. Aber nein, ich bin auf derselben Position, jedes Mal. Manchmal treffe ich ihn da, manchmal nicht. Du hast das Nachthemd getroffen. Leck mich doch. Naja, ja. Und Laserfrosch. Wenn er nicht mehr kommt, weil jetzt wieder speichern. Ja. Du verpasst der Kopf selber, oder? Ja. Ja!
Ganze ist natürlich auch auf mehr Schwierigkeiten wegen deiner Ausrüstung. Ja, bisschen wenig Leben und so noch. Nee, die Leben sind nicht so wild, aber da habe ich gerade wieder so eine Stelle da gesehen, die ich hätte schon zu mir gefunden. Und deswegen. Ja, es geht auch mir langsam die Power aus. Wurde auch Zeit. Dann kann ich ihn ja jetzt platt machen. Crazy Laser Frosch, los! Das sieht nicht entmutig an. Ja, sieht jetzt auch gut aus. Ja, ja und voll reingelaufen. Und ja, genau! Der Laser, bam! Das ist nicht einfach penetrant zu verfolgen. Das wäre echt ernst, wenn sie ja noch verfolgen würden. Ja, doch, es gibt ja diverse Möglichkeiten zu zerlegen. Das ist ja einfach so genial im Spiel. Mit dem Mixer Sachen machen, das ist ja total machtlos. Man muss ja nicht mal, sag ich mal, die Skills haben. Und so erledigen. Und einfach mal draufhalten. Ja, das macht das Spiel echt interessant. Direkt rein. Hey, ich schiebe, yay! Mal wieder. Und dann bin ich tot. Ich versuche gerade das Muster von den Kleinkörpern zu lesen. Nee, die haben kein Muster, glaube ich. Drehen und dann gehen die so in die Richtung. Jetzt wollte ich da auch schon getroffen. Ja. Oh, Alter, ja genau. Der feuert immer auf mich, die Dinger auf jeden Fall. In meine Richtung, egal wo er gerade ist. Ja. Und ja, die Framebank ist halt wie die Startung, wo Feuer ausnutzt. Der größtenteils kreist er, ja. Mhm. Und dann der Laser, ey. Oder geht er mal von Ecke zu Ecke. Und das dreht er sich, glaube ich. Ich bin voll geschaut. Jede Ecke oder Kreis drin. Und das am Anfang sogar mal das gleiche machen. Und das also aufschmutz. Dann gibt es ziemlich viel Nacht im Bau bis 12 Uhr morgens. So habe ich jetzt schon wieder Leben verloren. Weil das so wollte man. Ich kann doch einfach sagen, dass du jetzt stirbst. Und dann mein Handy kommt. Und dann schon 12 Uhr. Schon wieder? Passt doch. Fast gleich noch 2 Stunden, dann haben wir's. Natürlich kommt dann auch noch der Laser. Ja, der darf ja wie viel. Und extra viel Laser. Wie gut ist das denn? Oder hier im Laternen-Laser-Kopflot. Wie gut ist das denn? Nee.
jetzt echt rein, der fucking Nacht, ne? Mein Lieblings Design für euch fesche Leute bekommen. Und hier mit Nachthemd und Laserkopf. Bei. Oh, komm. Ja, natürlich greife ich da nach links an. Okay, das will ich sehen. Im Nachthemd. Im Nachthemd. Tim und ein paar Schauspieler machen dann immer so. Will ich hoffen, dass das auch kommt. Ja, ich guck mal, ob das ich da ein paar finde. Ist da noch ein bisschen hin? Bis dahin hast du es vergessen. Oh, nein, da müssen wir zusammenlegen. Was? Das war deine Idee? Das bezahlst du schon alleine. Ja, sonst musst du was anderes bezahlen. Dann musst du ja irgendwas anderes holen. Dann können wir auch gleich da zusammenlegen. Ja, ich genau. Bezahlt mal den Typen 2000, aber ich bin kein von der Straße, für den richtigen. Okay. Nee, du verkleidest dich einfach. Ja, dann spiele ich das. Ich steuere das Nachthemd bei. Ja, irgendwie so ein paar Trottel, die mit Tanzen sind, die bestimmt. Nico, Demi, Alex. Pierre. Genau. Ja, wir schon alle. Keine Ahnung, welche Kinder da auch nackt will ich tatsächlich bisher nicht. 100% wollte ich doch mal. Kia! Laser! Crazy Laser Frosch! Ich verstehe auch nicht, warum Frosch? Ja, ist die Chef dann damit angefangen, also hat er das jetzt an der Backe. Für mich sieht es eher aus wie ein Bär. Ja, du bist gut, ey. Eher als ein Frosch. Ja, ne, also. Irgendwie so ein Typ mit einem Nachthemd. Und einer Laterne auf dem Kopf. Wo ist eine Laterne auf dem Kopf? Ja, guck mal, die leuchtet doch so geil. Achso, okay. Natürlich laufe ich da wieder genau rein! Kleiner Schlankenkopf hier, ey. Also ob der Kopf daran schuld ist, dass du reinläufst. Na natürlich, der schießt die doch ab. Aber er steuert dich nicht. Nee, den steuere ich. Aber er kann so die kleinen Köpfe machen. Würde das zweimal und dann geht er so zweimal. Ja, bei zwei ist er aber auch... Bei zwei, naja, geht dann der eine von da nach da und dann... Bene, dann weg ja, da! Und dann kreisen sie wieder, das kann ich nicht sehen. Das Ganze. So. Ich würde dir irgendwie nie diese Stelle zeigen sollen. Welche Stelle? Wo man hier hinkommt. Aber da hätten wir jetzt nicht den Laserfrosch. Ja, so. Los, Laserfrosch! Der crazy ist. Ach komm schon, jetzt. Sieht gut aus. Und was bist du gesagt? Oh, ja scheiße, stimmt. Man muss eigentlich mal gut sein, sonst passiert das nicht. Also geh ich mal kurz raus. Ja. Steffen hat gewonnen. Was ist da noch übel getroffen? Kann sein. Nee, nur einmal. Ja, Mann ey, da. Und da fähig die Stimmen bleiben. Und dran vorbeigelaufen. Wo kam der denn schon wieder her? Mann, ey. Jetzt ficken wir alle. Mann ey, wieso dreht er sich da nicht nach links? Das nervt voll. Das hat mich schon so oft gebumst. Vermutlich, weil du was schon vorher zugeschlägst. Ja, wahrscheinlich. Guck
Nein, Bene, bitte setz dich einfach hin, oder? Chef, ob Bene hätte jetzt ein Nachthemd angehabt. Ja, ja, das ist geil, random, ey. Ja, ich hätte es geil gefunden, weil du mich schon aufgeregt hättest. Wieso hätte ich mich aufgeregt? Oh, ich weiß nicht. Ich hätte Bene dann mit meinen Augen ausgezogen und dann mit meinen Händen ausgezogen. Und dann mit den Zähnen und dann... Bene freut sich schon. Wie kannst du ihn so oft ausziehen? Ja, jetzt hat es gleich gesehen. Dann haben wir immer noch zwei Stunden vor uns. Warum ist er bis Mitternacht spielen? Naja, weil Bene gesagt hat, bis Mitternacht. Nein, wird es wohl dauern. Höchstwahrscheinlich. Nein. Das schaffe ich vor Mitternacht. Ich gucke, jetzt habe ich mich schon einmal getroffen. Oh, gleich trifft er dich. Ja, jetzt sieht es auch super aus. Oh, fies. Ah ja, so geht das natürlich. Danke, das reicht schon. Immer dasselbe, ne? Dass man dann die Richtung nicht mehr ändern kann, das regt mich richtig auf. Hey, wir können 64 spielen, da kannst du die Kamera so ändern, dass du dann in der anderen Richtung stehst. Dürfte nur doppelt so viele Parts geben, weil wohl alles irgendwie länger ist. Ja, nur zweimal. Das ist ja fast gar nichts. Hey. Lana. Ja, komm, ey. Oh, mach dein Power. Ich hab vor alle drei ein Nachthemd an. Ja, ja, ja. Ich hab da jetzt schon voll. Mit Nachthemden. Nachthemden. Mit Laser. Aber in erster Linie sind die Nachthemden mehr weiß als rot. Na, wobei die Laser sind mittlerweile. Oh Gott, die Feuerlaser. Ich sag mal, es gibt doch einen dritten Kopf. Dritter Kopf wäre echt ein bisschen. Naja. Das würde ich programmieren beim neuen. Dann würde ich da einfach 10 Köpfe machen. Ja, und wer soll das spielen? Ja, könnte man auch locker schaffen. Ja. Also hier ist der Bildschirm noch richtig übersichtlich. Bei dem, was ich die letzten Tage gesehen habe. Ne? Das ist ja noch gar nichts. Vielleicht speichert, bis er wieder sich erholt hat. Ja. Und das Nachthemd explodiert. Und jetzt kommt drei Köpfe. Ja. War voll so geil, wäre das. Auf fang auf, nimm mit dir, nimm mit dir. Fick dich, Frosch. Ja. Laserfrosch, bitte. Nee, nur Frosch. Laser hat er nicht verdient. Bene, bitte keine Power Ranger. Dieses tolle Teil. Oh, was ist das? Das war die Maus. Ach so, passt die schon. Du drauf gesetzt hast. Und dein 3DS. Ja, ja, passt schon. Von ihm? Was? Nein! Because of you I can escape from the clutches of the evil monster. Thank you. As a wise man sealed the way to the dark world, the knights of Hyrule defended them from the attacks of evil monsters. I hear that the knights of Hyrule were nearly wiped out in that battle. You're perhaps the last one to carry on the bloodline of the knights. It is ironic, yeah, that the last one in the line has the potential to become the hero of legend. Surely you can destroy Ganon. Do you understand? No. Bitte nochmal. May the way of the hero lead you to the Triforce. So, und dann kann ich jetzt endlich sagen, an dieser Stelle beende ich die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es war ein schönes Nachthemd. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Scheiße, ne? Können wir doch mal sehen, die Folge? Nein. Duell. Ach ja, das wird ja gerade gerendert. Jo, können wir weitermachen.